Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung Wormatia Worms FSV Frankfurt. Sie endete vor 926 Zuschauern mit 1:0 für unsere Wormatia. Die Pressekonferenz wird Ihnen wie immer präsentiert von Rowe Motor Oil. Ich begrüße recht herzlich Gästetrainer Tim Görner und unser Trainer Max Mehring. Herr Görner, wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja, ein katastrophaler Auftritt von uns über die komplette Spielzeit, muss man sagen. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Uns hat es heute überall gefehlt. Worms hat uns absolut da den Schneid abgekauft. Dementsprechend geht der Sieg für Worms auch vollkommen in Ordnung. Wir haben heute einfach gar nicht stattgefunden in allen Belangen. Dementsprechend waren wir da sehr von entfernt, weit entfernt, hier was mitzunehmen. Ich glaube, der Gegentreffer hat uns da minimal aufgerüttelt, sodass hinten raus dann nochmal ein Fußballspiel wurde. Bis dorthin waren wir wirklich sehr weit weg in allen Belangen. Glückwunsch an Worms und alles Gute. Vielen Dank, Herr Görner. Ja, Max, Glückwunsch zum Sieg. 3 Punkte für uns. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, zunächst mal hallo alle zusammen. Danke für die Glückwünsche. Ich muss den Jungs ein Riesenkompliment machen, wie sie diese Woche nach den Spielen davor angegangen ist. War keine einfache Phase für uns, aber da hat man gesehen, dass es eine absolute Mannschaft ist, dass da jeder für jeden bereit ist, Meter zu machen und sich in den Dienst der Mannschaft auch stellt. Und wenn ich jetzt heute sehe, wie wir im dritten Spiel in der Woche nach dem Pokalspiel am Mittwoch, wo ein sehr, sehr tiefer Boden war, wo die Jungs auch sich bis am Schluss reingeworfen haben und alles wegverteidigt haben. Wenn ich dann sehe, wie wir heute aufgetreten sind, mit was für Mut im Pressing, mit was für eine Intensität im Pressing, muss ich heute sagen, sehr, sehr stolz auf die Jungs. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das Spiel absolut verdient gewonnen haben, auch weil wir die deutliche Mehrzahl an Torchancen hatten und auch sehr, sehr wenig im Spiel gegen den Ball zugelassen haben. Und wir wussten auch, dass das nicht von vornherein funktioniert, sondern dass man sich in solche Spiele immer erstmal reinarbeiten muss. Und auch das haben wir getan. Und dementsprechend, wie gesagt, kann ich heute nur sehr, sehr stolz sein und die Jungs loben. Vielen Dank. Dankeschön, Max. Dann sage ich mal Feuer frei für die Presse. Ich habe eine Frage an beide Trainer, wie die Elfmetersituation gesehen haben. Ja, also ich denke, Sie meinen die zweite Halbzeit bei uns, weil in der ersten Halbzeit, muss man ja dazu sagen, hat der Worms auch eine Szene gehabt, die durchaus zum Elfmeter hätte führen können. Ich glaube, unsere war ein bisschen deutlicher, weil es sieht natürlich immer unglücklich aus, wenn der Torhüter so weit raus aus seinem Tor ist, ist das immer ein Gebiet, wo er eigentlich wenig zu suchen hat. Ich glaube, da reicht auch schon die kleinste Berührung aus. Der Gia ist in einem absoluten Topspeed unterwegs, wo du dann ins Straucheln kommst. Ob er ihn trifft oder nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich habe aber mit dem Gia nicht gesprochen. Aber tendenziell würde ich eher sagen, dass den mehr Schiedsrichter geben, als dass sie nicht geben. Einfach weil es optisch allein schon sehr unglücklich aussieht, wenn der Torhüter so weit draußen ist und zumindest den Ball nicht spielt. Ne? Das muss man einfach sagen. Aber daran lag es nicht. Es war natürlich ein bisschen unglücklich mit diesen beiden Szenen am Ende, auch mit dem Ball, der ja knapp über der Linie gewesen sein soll. Auch das kann ich aus meiner Situation gar nicht aussehen. Ich glaube, das war dann in einem sehr kurzen Abschnitt, wo wir nochmal durchaus dran waren. 2 unglückliche Entscheidungen gegen uns. Trotzdem muss man einfach sagen, wir haben es über die komplette Spielzeit verpasst, das Spiel einfach anzunehmen. Dementsprechend war das unglücklich, aber im Großen und Ganzen waren wir selber dran schuld, dass wir hier nicht was mitnehmen und nicht der Schiedsrichter. Für mich waren beide Situationen kein Elfmeter. Kurz und knapp. Gibt es weitere Fragen? Das ist dann nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Görner. Wünsche Ihnen eine angenehme Heimreise, weiterhin eine erfolgreiche Saison. Max in Freiberg, viel Erfolg. Und das war die Pressekonferenz nach der Begegnung Wormatia Worms FSV Frankfurt. Ihnen noch ein schönes Wochenende. Tschüss.